Der Yeti! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii. Ja, und nachdem wir hier alle Level beenden konnten, auch beinahe zu 100%, weil der Stage 3 fehlt ja irgendwie noch ein Zahnrad. Wenn ich gewusst hätte, wo es ist, hätte ich es noch geholt, aber ich hab's nicht wirklich mitgekriegt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal den Boss an. Oh, bedrohliche Bossmusik. Auffallen ist immer gut, man kann sowieso nicht dann fliehen. Puncher? Wäre nicht schlecht. Ninja? Ninja ist schnell. Wir nehmen Ninja. Wir probieren es einfach mal aus. Wir können ja dann theoretisch die ganze Zeit am linken Rand stehen und ganz und diese Attacke spammen. Wir gucken mal, ob das was bringt. Der Yeti! Keine Hobbys? Was macht der da? Wow, hä? Ich bin doch abgehauen. Hä? Hä? Dieser Affe! Oh, wie soll ich denn hier ohne Fähigkeit irgendwas machen? Ah, okay. Oh! Wie soll ich den erwischen? Hallo? Hallo? Ja, der haut natürlich noch im letzten Moment ab! Tui fällt immer zu langsam. Oh, Schaden gemacht. Geschafft. Oh, wie er einfach immer schafft, mir jetzt mal abzuhauen. Nein. Der ist viel zu schnell. Ah. Wieso trifft das denn nicht? Seine Hand war genau dran. Alter. Der hat einfach viel. Ey. Wow. Dieser Boss hat einfach extrem viel Skill. Oh. Das war wohl ein guter Treffer. Oh, jetzt wird er böse. Oh, Super Saiyajin Monkey. Oh, Stage ist kleiner. Und rutschiger. Oh, Kamehameha? Was? Also, das war jetzt eindeutig von Dragon Ball. Kirby, kannst du dich vielleicht auch mehr bewegen? Oh Gott, das wird doch nie was. Gut, dass wir noch eine zweite Chance bekommen können. Was macht der? Was wird denn das? Hätte ich dem ausweichen können? Ich glaube nicht. Was ist denn das eigentlich für ein Uber-Pro-Monkey-Janky? Hä? Nee, nur ein Ninja. Aber irgendwie, ey, so ein Affe. Ey, was wird denn das hier? Hallo? Die Fähigkeit kann man bei dem nicht lange behalten. Hallo? Wie schafft es einem auszuweichen, was ich... Ich hab ihm Schaden gemacht. Wow. Oh oh.
Oh oh. Oh oh. Irgendwie mache ich ihm nicht viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Wieso explodiere ich immer, wenn der mich berührt? Oh Mann. Der ist auch viel zu schnell. Oh. Das kann ja schon wieder nichts werden. Oh. Wie genauer soll ich den denn noch bitte schon treffen? Hallo? Hallo, ich möchte den besiegen. Gut, da haben wir schon wenigstens wieder die Hälfte, aber mehr wird's auch nicht. Jetzt wird er hier wieder zum Super Saiyajin Affen. Ah, Mann. Dieser Affe. Oh, nicht schon wieder Kamehameha Affe. Oh, 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 oh. Oh. Wow, wow, wow. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Essen. Das fehlt mir ein bisschen hier. Jetzt springt er wieder. Oh nein. Ach Mann, ey. Ich glaube nicht, dass ich hier geschützt bin. Ich versuch's einfach. Oh. Wollte ich nicht. Wenigstens bin ich hier geschützt. Mann. Mann, ey. Nein! Oh, und ich dachte, ich wäre hier sicher. Mann. Ich glaube, ich muss da ohne Fähigkeit hin. Die nervt irgendwie immer einfach nur. Und wenn ich dann immer seine Attacken einsauge und ihm dann zurückschleudere, das macht ja viel mehr Schaden als jeder alles andere, was ich machen könnte. Nur leider kann ich jetzt gar nicht viel machen. Okay, das wäre mit Fähigkeit auch nicht anders. Wieso laufe ich genau hin? Was mache ich denn nur? Ja. Oh. Man kann ihn nicht erwischen. Hä? Oh. Was mache ich nur falsch? Ich konnte ihn noch nicht einmal erwischen und ich bin schon fast wieder tot. Oh, Mann. Super Affenpower ist super affig. Ich hab ihn doch gewischt. Warum? Ich weiß eigentlich ganz genau, was der vorhat und macht. Wirf ihn trotzdem immer in die Falle. Nicht gut. Keine gute Taktik, die ich mir da angeeignet habe. Naja, aber wenn es sein muss, kämpfen wir jetzt zwei Parts gegen den. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Ja, das geht ja nicht, wenn der da ist. Oh Gott. Diese Ziegenaufgabe. Ah, Mann! Hallo. Merkst du es nicht mal, wenn man dir genau ins Gesicht trifft? Wie schnell soll man da wieder schon sein? Jawoll! Hälfte schon wieder weg. Bei mir leider ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir sind besser als sonst. Kann ich jetzt, finde ich, nicht viel machen. Achso, der macht dann wieder sein Kamehameha. Mann. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Super Versteckungstaktik. Hä? Da trifft er einen doch nicht. Warum hat er mich denn getroffen? Hallo?
Fair. Sei fair und ich bin es auch. Nein. Genau, noch erwischt. Ich wollte das doch gar nicht. Nein, wollte ich auch nicht. Nein! Oh, muss ich auch noch einmal treffen? Jawoll, ja! Das war aber auch knapp hier. Na, guck so blöd, was? Tschüss! Oh, jetzt ist ja auch schon wieder Werbung. Oh, geht. Yay! Emblem, denke ich mal. Oh, dann auch geschafft. Bäh. Ach, Moment, jetzt ein bisschen leise. So, ich würde sagen, so ist gut. Du hast es geschafft, Kirby. Mein Sterngroßer hat jetzt wieder ein Emblem. Endlich. Nur fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn die Lore wieder in Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Aber irgendwie war es das alles wert. Immerhin habe ich dich dadurch getroffen. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Du bist echt toll. Yeah, ich bin toll. Ja, eigentlich würde ich sagen, beenden wir damit auch den Part. Muss ich sagen. Ja, man könnte jetzt noch diese Prüfung machen, aber. Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir sparen noch ein bisschen und wenn wir noch ein paar Prüfungen freigeschaltet haben, und ich glaube mehr als die und vielleicht noch die, wird das nicht, machen wir einen extra Part damit. Ne, ist doch auch. Ist ein Kompromiss. So, dann gucken wir. Nee. Gar nicht. Aha, ich beende jetzt hier den Part. Übler Cliffhanger. Oh, jetzt sieht aber Sternkreuzer doch schon ganz schön groß aus. Und die Animation eben war ja auch überhaupt nicht übertrieben. Nein, gar nicht. So, würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Über Feedback würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, könnt auch gerne einen Daumen hoch geben, was euch beliebt. Dann würde ich mal sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.